So, schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Börsenbuffet. Ich bin jetzt für die nächste Handelsstunde für euch da, um den Markt zu kommentieren, der gestern in Form vom Germany 30 ein Reversal ausgebildet hat an dem neuralgischen Punkt 61,8 der Extension im Monatskerzenchart. Haben wir da einen Boden gebildet. 2016 die Extension, Preiserweiterung 3,81, ein Schlusskurs auf Monatsbasis, also Ende Januar darüber. Setzt ein Signal bis zum nächst höheren Ziel, das würde dann bei 15.171 Punkten liegen. Jetzt geht es in den verbleibenden 6 Handelstagen in diesem Januar darum, diese 381 zu halten. Das, was wir gestern hier gesehen haben, deutet darauf hin, okay, es ist durchaus der Wille da, das zu halten. Nun ist das auch im US-30 hier bei der 20-Tage-Linie der Fall. Es ist auch der Fall im SPX 500. Da haben wir im Tageschart nun an der 3300, an der runden Marke, auch diese Reversal-Kerze. Und es geht jetzt darum, die 3326-63 nach oben zu überschreiten. Schauen wir uns das im kurzfristigen Bild an. Dann können wir da feststellen, dass wir im Germany 30 zum einen erstmal da sind, wo wir gestern eigentlich auch waren. Nur wird es jetzt eben interessant werden, dass wir im Tageschart, im SPX, über die gestrige Reversal-Kerze darüber Käufer finden. Also 3327,37 ist das Hoch von gestern. Es hängt immer davon ab, ob ich hier Verkauf, Mittel- oder Kaufkurs mir anzeigen lasse. Bitte darauf achten. In der Handelsplattform kann ich das einstellen, ob ich im CFD Kaufkurs verkaufe oder den dazwischen mir anzeigen lasse. Ich habe hier immer den Mittelkurs. Und zum Mittelkurs war das gestrige Hoch bei 3327,37. Im 5-Minuten-Chart sehen wir, dass wir da nun drüber sind. Wir haben da auch ein 1, 2, 3 tief ausgebildet an dieser Stelle, das doppelt bestätigt und laufen jetzt nach oben. Germany 30 an der EMA 200 im 5-Minuten-Chart-Intervall vorbörslich die Zeit totgeschlagen. 8,15. Vorbörsliche Grenze 504,483. Signalkerze wird gerade ausgebildet. Signalkerze ist da, Signallinie 5,1168. War er hier noch nicht eröffnet? Das wollen wir uns dann später anschauen. Gap-technisch habe ich das jetzt hier angepasst, wenn wir auch die Candlesticks anzeigen. Das ist hier der MetaTrader 4, mit dem man auch bei CMC Markets handeln kann. Schlusskurs gestern lag hier unten bei 3,85 ungefähr, Eröffnung heute Xetra 13,468. Pivotpunkt liegt heute nach Xetra Handelszeit 9 bis 17.30 Uhr bei 13,454. Was ich hier gemacht habe, ich habe hier einen Expert Advisor, der nennt sich CMC Bar Changer, das ist so ein Erweiterungspack. An Expert Advisor, da kann ich eigene Handelszeiten für CFDs einstellen. Und da habe ich die Handelszeiten 9 bis 17.30 Uhr eingestellt, um hier sehen zu können, okay, wo sind hier Kurslücken in der Vergangenheit von Xetra DAX. Da sehen wir, wir haben jetzt hier dieses Kursgeschehen vom 22. und 23. Januar, findet in so einer Insel statt. Ja? Bedeutet hier also, ich habe hier links ein Gap und ich habe hier rechts ein Gap und insgesamt ist hier auch ein Gap übrig geblieben. Ja?
Also das ist ein Island Reversal, ja, das wir hier auf Xetra-Basis haben. Und dieses Island Reversal ereignet sich exakt an der 381. Also 381 charttechnisch im Xetra mit einem sehr starken Umkehrmuster bestätigt als Unterstützung. Wir haben jetzt ein Signal für eine Trendbewegung aufwärts. SPX steigt auf ein neues Allzeithoch. Nein, das ist noch kein Allzeithoch, aber fast. Zumindest auf ein neues Bewegungshoch. Bayer jetzt 3% im Plus. Bei Bayer haben wir hier nun einen 1, 2, 3 Boden ausgebildet. Also eine 1, 2, 3 bestätigt. Nächstes mögliches Ziel wäre 78,63 bei Bayer. Den Chart stelle ich auch mal rein. 1, 2, 3 Boden bei Bayer. Germany 30 erreicht die 100% Extension der vorbörslichen Spanne nach oben. Jetzt wäre der bullische Verlauf quasi ein Rücksetzer auf die Signallinie dort ein 1, 2, 3 tief. So prozyklisches, um quasi dann einen Trendaufbau nach oben in stabiler Form zu ermöglichen. Kann natürlich auch sein, dass er einfach mit dem Momentum vom SPX hier weiter direkt nach oben weiterläuft. Man kann jetzt an der Stelle in den 10-Sekunden-Chart umschalten, um hier eine höhere Auflösung zu haben für ein mögliches 1, 2, 3. Aber der richtige Rücksetzer kommt hier nicht. Der Markt läuft hier weiter, direkt nach oben. Lock-in Coffee ist ja eine Wunschanalyse von Petra. Würde ich so sehen. Also das laufende 1, 2, 3. Unterstützung durch die gleitende Durchschnittslinie, die EMA 20. Wenn die 44,73 gehalten werden kann, wäre hier Platz bis zum 4,23,6, aber 58,61 bilden wir dann Widerstand aus, könnte quasi unter der EMA 20 einen Rutsch drohen zum nächst tieferen FIBO-Level. Den Chart stelle ich auch ins Chartforum. Und im Chartforum hat Oskay auch Goldman Sachs eine Analyse reingestellt. Würde ich
durchaus auch so sehen, ja. Also wir haben hier ein 1, eine 1, 2 und dann ist so, was ist jetzt das? Ist das aktiviert oder nicht? Dann haben sie es nochmal aktiviert, da würde man sagen 3. Dann haben sie hier aber auch quasi diesen Boden, den Punkt 1 nicht sauber bestätigt. Also ist irgendwie so eine wackelige Geschichte, aber schiebt sich trotzdem nach oben raus. Okay. Achtet hier, beachtet hier auch die 61,8, das war also in dieser Woche auch das Hoch, also es scheint schon irgendwie beachtet zu werden. Also kann man durchaus so sehen, hier aktive 1, 2, 3 Boden, aber so ein bisschen wackelige Reise, die die Goldman Sachs hier macht. So, 10 Sekunden Chart, wenn man möchte, dann kann man hier jetzt prozyklisch sich diesen Impuls anschauen. Wenn wir jetzt also über die 534,89 drüber gehen, hätten wir Platz bis 545, 551 nach oben. Das ist ja die Abfolge. Ich schaue also im 1-Minuten-Chart drauf, bekomme ich ein Trendsignal. Ja, das habe ich hier bekommen mit dem Schlusskurs über dem vorbörslichen Hoch und dann wird es auch mit einem weiteren höheren Schlusskurs bestätigt. Und jetzt hätte ich hier quasi prozyklisch ein 1, 2 und jetzt ist die Frage, kommt die 3, ja, mit einem Schlusskurs über der 534,89 hingeht. Und ich gehe deswegen in die 10 Sekunden Chart-Intervall-Darstellung, weil das dann meistens sehr, sehr schnell entsteht und ich im 1-Minuten-Chart-Intervall das gar nicht sehe, ja. Und jetzt ist hier ein bisschen ein Zweifel da. Okay, gehen wir wirklich drüber? Und es wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn wir jetzt ein tieferes Tief machen, weil wir zuvor kein höheres Hoch gemacht haben. Also wir könnten jetzt immer noch unter die 518,52 fallen, ohne dass dessen Trend umkehren würde. Und das ist die einzige Ausnahme, wo ich wirklich auch in den 10-Sekunden-Intervall umschalte, um mir wirklich die Struktur auch von dem Chart im Detail sehen zu können. Oskar, 1, 2, 3, top im 5-Minuten-Chart. Was meinst du damit? Welchen Markt? Im SPX haben wir jetzt einen neuralgischen Punkt. Da könnte im 1-Minuten-Chart unter der Linie eine Trendwende entsteht. Der Werkstatt fragt nach Palladium. Bei Palladium im Wochenkerzenchart prozyklisches 1, 2, 3. Schlusskurs in dieser Woche über 2, 3, 10 könnte uns bringen in Richtung 2, 5, 16. Ein Scheitern 1 würde 2, 1, 83 ermöglichen. Also ich schaue mir hier innerhalb von diesem Aufwärtsimpuls, quasi diese Bewegung von hier nach hier an. Ja, das ist ja quasi hier, dann ist die 1, die 2 und dann eine 3 und jetzt haben wir die Entladung nach oben. Und so kann ich eben mit Trendfortsetzungsmustern, 1, 2, 3 Trendfortsetzungsmustern, mich in solchen starken Trends orientieren. Grundlagenartikel habe ich im Trader-Chat jetzt verlinkt. Den Chart zum Palladium findet man auch im Chartforum.
wenn man Demo- oder Live-Konto bei uns hat. Wenn die 33209 jetzt gekauft wird, ist die Chance da, dass wir die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Und wir könnten dann eben so ein prozyklisches Trendfortsetzungssignal auch bekommen, wenn der Germany 30 über 13534,89 geht. Dann ist es keine Garantie, dass er weiter nach oben geht, aber es wäre zumindest aus Sicht der 1-2-3-Muster der Kontext da. Aha, der Markt versucht höher zu gehen. Also jegliche charttechnische Methode, so eben auch die 1-2-3-Muster, ja keine Garantie zum Gelddrucken. Aber was macht man mit Charttechnik? Nun, man versucht dem Markt einen Kontext abzuringen. Und über diesen Kontext versucht man sich eben die Wahrscheinlichkeiten auf seine Seite zu bewegen, was besser sein kann, als aus dem Bauch heraus irgendwas zu handeln, was man gerade denkt, was richtig ist. Also systematisch vorgehen, irgendwas Replizierbares ist wichtig im Trading, das sich zu erarbeiten. Detlef fragt, bei mir sind im MT4 nicht alle Produkte handelbar. Das ist so, tatsächlich, man hat im MT4 konstruktionsbedingt von Meta-Quotes, die den MetaTrader berechnen, ein Limit an handelbaren Werten, die man dort wirklich technisch überhaupt anbieten kann. Dass mir also nicht alle 9000 CFDs dort anbieten können, sondern nur eine begrenzte Zahl an Märkten sind im MetaTrader 4 verfügbar. Ursprünglich ist ja der MetaTrader eine FX-Handelsplattform, also für Devisen. Und wir bieten dort auch Indizes an, zum Beispiel. Wir bieten dort auch Rohstoffe an, aber eben nicht alle Werte. Das hat also nichts mit Demokonto zu tun, das wird im Live-Konto genauso sein. Diese Einschränkung besteht. Ich werde übrigens heute ein bisschen umbauen hier im Studio. Also nach 10 Uhr werde ich offline gehen, weil wahrscheinlich auch ein paar Kabel sowieso getrennt werden müssen. Ich möchte hier nämlich einen Stehtisch haben. So, einfach noch ein bisschen. Zum einen gesünder, zum anderen ist, glaube ich, einfach noch ein bisschen mehr Layout, Möglichkeiten und Sachen, die man zeigen kann, besser möglich. Dann in Zukunft und die Umbauten, das werde ich heute Vormittag, habe ich mir das vorgenommen. Alex fragt nach Warta. Die Sendung wird ganz normal stattfinden, nur danach ist der Stream, der ansonsten weiterlaufen würde, unterbrochen. Bei Warta, ja, also wir haben bei Warta nur ein aktives 1, 2, 3 Top. Ja. 1, 2, nun 3 durch die Nachricht bedingt und haben hier nun einen Impuls. 1, 2, gestern eine Umkehrkerze an der 200-Tage-Linie. Jetzt müssten wir über ...94,40, 1, 2 und 3 an der Stelle, müssen also hier drüber um, also drei Fragezeichen, um ein 1, 2, 3 Tief an der 200-Tage-Linie zu generieren. Und dann hätten wir die Möglichkeit, die 108,80 zu attackieren. Bei einem Erklimmen und Halten der 108,80 wäre ein bullischer Druckentladung nach oben und bullischer Druckaufbau nach oben möglich. Also der Anfang ist gesetzt für eine Bodenbildung. Bisher aber noch nicht fertig. Ich setze jetzt wieder einen Preisalarm, bevor ich jetzt hier mit Einzelanalysen weitermache. Einen Preisalarm für
13,535 und einen Preisalarm für 13,518. Wenn also das gehandelt wird, wenn er hier drunter geht oder hier drüber geht, dann bekomme ich einen Hinweis. Euro-Dollar hat noch eigentlich ein bisschen Platz. Wir haben hier den Punkt 1 aus dem 1-2-3 Trendwendemuster, den wir doppelt getestet haben. Und jetzt ist die Frage hier, geht er nochmal dorthin? 1-10-0-8 ist hier die 1-10, die glatte 1-10. Ist der Punkt 1. Jetzt, wo wir unter 1,1075 gefallen sind, wäre das möglich. Wichtig wäre dann, dass er das hält, um den Boden zu verteidigen. Euro-Dollar vor Test des Punktes 1 des 1,2,3 Bodens, Fragezeichen. Bei der Gazprom erneut ein Test von dem neuralgischen Punkt 6,89. Da könnte ein 1-2-3 Top entstehen mit einem Ziel in der 200-Tage-Linie 6,36 und 6,41. Solange wir das aber halten, besteht die Möglichkeit für einen bullischen Druckaufbau nach oben. Der wurde hier aber zum Jahreswechsel vereitelt, der Versuch hier auf ein höheres Hoch zu gehen. Also jetzt zu beobachten die 6,89. Gazprom versucht 1-2-3 Top zu vermeiden. 6,89 als neuralgischer Punkt zu beachten. Nico fragt nach United Internet. Also die ganze Zeit war nicht klar, gehen wir jetzt über den Punkt 1 oder nicht. Also hier 1, 2, 3. Und jetzt gestern ist die Chance jetzt da 29,77, dass wir dieses Tief halten. Was bedeuten könnte, dass wir den ganzen Weg hochgehen bis zur 200-Tage-Linie und bis zum 61,8er Extensionslevel. Chart ist auch im Chartforum und Mike fragt nach Erdgas. Bei Erdgas bitte einen Aufwärtsimpuls abwarten. Nach dem Rutsch hier nach unten ist es derzeit auch nicht gelungen, einen Boden, der im März 2016 entstand und den dort liegenden Punkt 1 bei 1,93, der kann nicht zurückgeholt werden. Zwar das versucht in den letzten Tagen, aber wir haben erst drunter geschlossen und können jetzt nicht mehr drüber schließen. Also könnte ein bärischer Druckaufbau in Richtung 1,76, dem dort liegenden Punkt 2 aus dem Boden, passieren. Und darunter dann könnte auch das Tief getestet werden. Also er müsste jetzt, um diesen bärischen Druckaufbau zu vermeiden, über dieses Level drüber. Der Chart ist auch im Chartforum. TSLA. Bei Tesla eigentlich nichts Neues. Wir haben bei Tesla eine Bodenbildung im Wochenkerzenchart. Und also hier eine 1, 2, 3 und hier die Entladung nach oben. Wir hatten ja eine massive Short-Position, die abgewickelt wird. Das nächste höhere Level wäre hier die 6,4277. US-Aktien-CFDs könnt ihr handeln mit einer fixen Kommission von 10 US-Dollar bei CMC Markets. Deutsche Aktien-CFDs mit einer fixen Kommission von 5 Euro, unabhängig von der Stückzahl, die ihr handelt. Also nächstes mögliches Ziel bei Tesla 6,4277, Unterstützung
wäre jetzt zu sehen bei 5,25, 23 und 4,98, 88. Das sind dann einfach die Fibonacci-Extensionen. Den Chart findet ihr auch im Chartforum. Orangensaft, jetzt wird es exotisch, aber man hat bei CMC Markets sehr, sehr viele Rohstoffe auch. Jetzt kommt auch beim Germany 30 Fahrt, nimmt hier Fahrt auf. Geht über die 5,34. Ja, damit haben wir jetzt hier den Versuch, ein prozyklisches 1, 2, 3 zu haben. Wir müssen aber schon nicht gleich wieder drunter fallen. Aufpassen. SPX müsste jetzt halt auch ein höheres Hoch machen. Ja? Das ist dieses Dreieck. Ist bisher ein bullisches Dreieck, weil wir eben ein tieferes Tief unter der 33209 vermieden haben und hier jetzt eine Serie aus höheren Hochs reinkommt. Also was mich im Orangensaft, was mir da bisher fehlt, ist so ein richtiger Impuls. Wir haben zwar jetzt im Mai 2019 so und eben ein bisschen im Juni 2019 auch noch so einen Impuls gehabt, aber haben gar nicht den Versuch gehabt, diese 111,39 das Impulsende zu überschreiten. Also da bisher gibt es eben auch kein Signal für eine Bodenbildung im Monatskerzenchart. Wochenkerzenchart ist dieser Impuls zu sehen, bringt aber nichts, weil wir hätten eben da drüber müssen, laufen jetzt aber irgendwie so nach unten, haben wir bei 91,84 so eine Unterstützung. Also intakter Abwärtstrend, die 1 ist da, die 2 ist auch da, das bräuchte man einfach eine 3, im höheren Schlusskurs über 111,40, ohne zuvor ein tieferes Tief zu machen bei Orangensaft, um hier von der Bodenbildung sprechen zu können. Die ist derzeit nicht zu sehen. Ende, die 111, Ende von diesem Aufwärtsimpuls und das entlarvt diesen Rücklauf eben auch als potenziell bärischen Rücklauf ist die 423,6 aus dem Top von November 2016, gleichzeitig die 20-Wochen-Linie, Cluster Widerstand in dem Bereich gewesen. Der Bereich hier 423er bis 581er ist auch prädestiniert für eine Trendumkehr, also es ist weiterhin möglich, dass hier bei Orangensaft Leben reinkommt. 112 ist es, glaube ich, hier auch wert, ein Preisalarm, dass man den dort setzt. 112 bei Orangensaft möchte ich wissen, sollte er da hinsteigen, möchte ich da informiert werden. Peugeot bisher auch kein Hinweis auf eine Bodenbildung. 200-Wochen-Linie wird gerade getestet. Wir haben bei Peugeot ein aktives 1-2-3-Top. Sogar mit so einem Island Reversal, eine Inselumkehr. Sind am ersten Ziel, sollte man die 1941 nicht zurückerobern, droht ein Rutsch in Richtung 1761. Ansonsten haben wir hier die beiden EMA 20 und 200 im Tageschart und 2233. Da müsste nachhaltig wirklich drüber steigen,
um einen bullischen Druckaufbau nach oben zu ermöglichen. Für den Moment hier ein Trendwendemuster mit der Gefahr eines Aufbaus, eines Abwärtstrends. Bei Netflix haben wir gestern gesehen, auch aufgrund schwächerer Quartalszahlen bei Comcast, Stiefel Nikolaus hatte gestern dann auch die Aktie in den Dip zum Kauf empfohlen. Das haben dann Anleger offenbar auch nachgebildet, nachvollzogen. Wir haben keine Top-Bildung bei Netflix. Wir haben einen Boden gebildet September 2019, 4,23, 6er und 5,81er. Da sind wir jetzt in diesem Bereich, wo eigentlich ein Top kommen könnte. Wenn aber keins kommt, kann auch der Trend sich fortsetzen zu dem neuralgischen Punkt 380 im Big Picture. Und die 380 ist quasi hier der Punkt 1 aus dem 1-2-3 Top, das immer noch aktiv ist, das wir doppelt bestätigten. Und jetzt ist die Frage, gehen wir in Richtung 380,09? Sollte das der Fall sein? Gleiches Spiel wieder, müssen wir drüber das halten als neue Unterstützung, dass das gekauft wird, dann gäbe es die Möglichkeit für einen bullischen Druckaufbau in Richtung Allzeithoch bei Netflix. Ja, also jetzt mal beobachten, entsteht hier in der Zone ein Top, möglicherweise auch hier drüber. Ja, dann könnte auch wieder ein Rutsch kommen. Ansonsten im Big Picture zu beachten, die 380,09. Die könnten wir erreichen, wenn wir hier quasi jetzt so eine Serie aus höheren Hochs und höheren Tiefs machen. Der Chart ist auch im Chartforum zu finden. So, SPX, ich hatte ja darauf hingewiesen, es ist hier diese Konsolidierung, dieses Dreieck, da wir hier eben die 33209 nicht unterschritten hatten, ein bullischer Druckaufbau möglich. Das ist jetzt der Fall. Also Trendfortsetzung, Dreieck wird nach oben aufgelöst. Wir haben nach erfolgtem Trendsignal im 1-Minuten-Chart auch die Signallinie überschritten, hatten dann eben dieses prozyklische 1, 2, 3, das für sich betrachtet ja eigentlich das gleiche Dreieck ist. Dann sind wir hier an der Stelle eben über den Punkt 1 gegangen. Dann wurde es kurz zurückgenommen. Dann haben wir uns dann aber drüber etabliert und jetzt haben wir hier die Zwangsanpassungen, weil niemand gibt der Position freiwillig her, wenn aber die Charttechnik nicht passt, dann werden die Leute halt einfach rausgequetscht aus ihren Short-Positionen. Genau das ist dieser Spike und diese Aufwärtsentwicklung, die wir jetzt eben aktuell sehen. Es ist jetzt möglich, dass wir hier wieder in den 1-Minuten-Chart schalten. Aufgabe ist also getan. Wir haben also von der Struktur im 10-Sekunden-Chart jetzt erkannt, dass das eine bullische Struktur war, also prozyklisch das 1, 2, 3, nach oben aufgelöst und Markt steigt dann eben weiter. Das ist also immer die gleiche Abfolge von Ereignissen. Erstens Opening Range einzeichnen, zweitens Schlusskurs größer oder kleiner, Opening Range im M1 abwarten. Drittens Signallinie bestimmen. Viertens SK über oder unter Signallinie abwarten. Und fünftens prozyklisches 1, 2, 3 im S10, 10 Sekunden Chart suchen. Ja, das ist also der optimale Verlauf, ist genau diese Abfolge von Ereignissen und die haben wir heute. Ist heute da, damit die Möglichkeit auch gegeben für eine Trendbewegung. Trendbewegung aufwärts. Zu beachten bitte ist auch, dass wir hier im Stundenkerzenchart vom Allzeithoch ausgehend ein 1, 2, 3 Top haben. Das zeichne ich jetzt mal hier in Rot ein. Also ein 1, 2, 3 sind hier runtergegangen. Und das möchte ich jetzt auch mal nochmal erwähnen im Stundenchart. Hier ein Cluster Support aus der 381 und aus der 1,618 Extension. Jetzt wird es also wichtig sein für den Verlauf des heutigen Freitags, ist die 544 zu halten im Stundenchart. Und diese zu bestätigen, dass die also gekauft wird, dann wäre ein bullischer Druckaufbau in Richtung des Allzeithochs möglich. Ansonsten jetzt in 27 Minuten ein Schlusskurs unter 5,44 auf Stundenbasis,
könnt uns nochmal zurückführen zu den unteren FIBO-Zielen. Aber schön, das Tief hier an der Stelle, auch mit dem 1, 2, 3, wenn man ganz genau hinschaut, konnte also recht gut bestimmt werden. Und das ist genau das, was eben 1, 2, 3 Muster auszeichnen kann, ist es, wenn sie an wichtigen Unterstützungen oder Widerständen auftreten, dann können sie, ich spreche immer im Konjunktiv, können sie eine höhere Aussagekraft haben. Also macht es durchaus Sinn, wenn ihr mit Unterstützung oder Widerständen arbeitet, sowieso schon, oder mit Pivotpunkten, was ich hier zum Beispiel auf Xetra-Basis auch habe, da sieht man, der R2 wurde jetzt getestet. Also Pivotpunkt R2 auf Xetra-Basis, der liegt bei 13,571, man sieht, das Hoch eben von dem Spike ist genau auf dem Niveau, dann macht es Sinn, genau auf solche Pivotpunkte zu achten, auf Widerstände und Unterstützung zu achten und dort dann zu schauen, kommt an 1, 2, 3 Top oder Tief in den Markt. Und jetzt geht es eben fortfolgend darum, zu überprüfen, okay, ist dieser Trend intakt? Haben wir also eine Serie aus höheren Hochs und höheren Tiefs? Ansonsten ist davon auszugehen, dass der Markt versucht, eine Trendbewegung aufwärts zu machen. Und zwar so lange, bis ein 1, 2, 3 Top in den Markt kommt. Das ist also bisher nicht zu sehen. Der Ölpreis, spannende Geschichte beim Ölpreis. Und das hilft sicherlich auch der erwarteten Konjunkturerholung, denn der Ölpreis hat die Bodenbildung vom August letztes Jahr, stellt die in Frage. Ist unter die 57,41 gefallen, konnte zuvor die 20-Tage-Linie nicht unterschreiten. Jetzt wäre ein Verbleiben unter der 57,41, vor allem ein bärischer Test mit tieferen Tief, im Sinne eines bärischen Druckaufbaus in Richtung des Tiefs hier bei 50,46 zu werten. Und im Wochenchart ist das dann eben auch interessant, denn wir haben im Wochenchart oder im Monatschart noch besser zu sehen, eben eine Bodenbildung in 1, 2, 3. Ja. Haben das hier in den letzten Monaten mehrmals getestet, den Punkt 1, sind aber auch nicht mehr so richtig hier bis zum 61,8er gekommen. Das höchste der Gefühle war mal hier ein punktgenauer Test der 100% Extension bei 77,10. So, jetzt wäre also ein nachhaltiger, ein Wochenchart, ein nachhaltiger Rutsch unter 51,41 könnte uns eine Korrektur bringen im Ölpreis in Richtung 38,87. Also da mal aufpassen, nach oben scheint da derzeit nicht so ein großes Interesse zu sein. Das jetzt hier, Ölpreisentwicklung am 22. Januar, ist also eine bärische Eintrübung des Chartbildes. Der Chart ist auch im Chartforum zu finden. Philipp fragt nach Gold. Da muss man sich weiterhin hier an den FIBO-Marken orientieren. Die 61,8er bei 15,66 stellt einen Widerstand dar. Unterstützend wirkt die 200-Stunden-Linie nach unten. Spannend wird es da erst für mich, wenn der Goldpreis entweder zu 15,83 geht, im Stundenchart Punkt 1, mit dem bullischer Druckaufbau möglich würde oder werden würde, wenn wir uns darüber etablieren, oder wenn wir in Richtung 15,32 oder auf die 15,32,70 gehen und dort dann einen sauberen Boden ausbilden. Das ist bisher nicht der Fall. Eher so eine Seitwärtsbewegung zwischen diesen beiden entscheidenden Punkten. Da kann man sich auch einen Preisalarm einstellen.
Ich weiß nicht, ob ich das hier schon gemacht habe beim Gold. Achtundfünfzig habe ich eingestellt. Also 16, 15, 84 und 15, 32. Ja, 15,33. Also diese beiden Marken, 15,83 und 15,33 hier unten, habe ich jetzt eingestellt als Preisalarm, sodass ich dann einen Hinweis bekomme, wenn Gold dorthin handelt. Dazwischen ist halt so ein Rumpendeln, ohne dass dann größere Entscheidungen getroffen werden kann aus Sicht der 1-2-3-Muster. Zu beachten ist auch der Punkt 2 aus dem 1-2-3-Top im Stundenchart 15,89,22. Könnte hier also ein Widerstand sein. Ein Verlauf, der denkbar wäre, dass wir hier oben dann einen 1-2-3-Top ausbilden, noch einmal an dem Punkt 1, 15,44 laufen, dort dann wieder ein Tief ausbilden und quasi diese im Optimalfall die 15,44 gekauft wird und dass wir dann im bullischen Druck aufbauen Richtung 16,40 bekommen. Wäre ein mögliches Szenario, das denkbar wäre. Was wir im SPX bereits haben, ist ein bullischer Druckaufbau. Falsches Werkzeug, so. Ja, also hier haben wir das 1, 2, 3. 1, 2, 3. Haben hier punktgenau das 1,618er getestet. Und hier an der Stelle, ja, wurde der Punkt 1 erstmal drüber und dann wurde er gekauft. Und das, was wir jetzt haben, ist ein bullischer Druckaufbau. Also ein höheres Hoch über 37,99 würde die erneute Top-Bildung erst einmal die Gefahr dessen entschärfen. Also ein bisschen müssen sie noch, dann haben sie erstmal wieder Zeit, risikolos mal ausatmen zu können. Weil mit einem höheren Hoch wäre dann ein neuer Rücklauf, eine bloße Korrektur. Ohne höheres Hoch droht ein Rücklauf zu einem Top zu werden, weil dann mit dem Rücklauf unter 3,24, 53 ja ein erneutes Top entstehen könnte, wenn jetzt das Hoch fehlt. Aber bisher ist das hier genau das, was ein Trendtag machen soll. Alle Kriterien bisher erfüllt. Mike Campbell fragt, Orangensaft Future wird nicht der Mai Forward CFD wird in der Plattform nicht angezeigt, nachklicken. Da bitte mal beim Support nachfragen, cmcmarkets.de, da gibt es einen Support-Chat und bei uns kurz anrufen. Die Kollegen können sich das dann anschauen. Ja.
Walter Puckett fragt nach McDonald's. Was macht die Chicken McNuggets Braterei? Da hat man sich da überlegt, okay, wie geht es mit denen eigentlich weiter? So, ist das Geschäft noch so nachhaltig? Und mittlerweile werden ja McDonald's auch Tabletts abgeräumt. Ich meine, ich bin in letzter Zeit nicht mehr so oft gewesen. Aber wenn ich mal hingehe, dann muss ich irgendwie noch mal 3-4 Mal später auch noch mal gehen. Irgendwas machen die da rein, dass man wiederkommt. Ich weiß nicht, was das ist, aber es ist irgendwas, was das dann doch interessant ist oder macht. 215,86 jedenfalls ist der Punkt 1 aus dem 1-2-3 Top, um das es geht. Das ist ein Erklimmen und Halten und bullischen Druck aufbauen Richtung des Allzeithochs ermöglichen würde. Wer genau schaut, an der 4,23,6er hier unten haben wir dann auch ein 1, 2, ja, 3 aktiviert. Und jetzt laufen wir nach oben. Es geht jetzt um die 215,86. Den Chart stelle ich auch mal ins Chartforum. McDonald's mit neuralgischem Punkt bei 215,86. Alle, die ein Demo- oder Live-Konto bei uns haben, können auf diesen Chart zugreifen. Und Walter Puckett hat sich auch noch RIP-Software gewünscht. Mir kurz auf die Sprünge hilfst, auch was macht RIP Software? Zumindest ist mir schon ein Begriff, schon oft gehört, aber ich habe tatsächlich noch nie nachgeschaut, was die wirklich machen. Bisschen seltsamer Chart, ist nicht ein richtiges Top entstanden, bisher auch nicht so ein richtiger Impuls aufwärts, weil das so verschachtelt hier ist. Wochenchart ja auch eine krasse Geschichte mit diesem Absturz. Jo, weiß ich also nicht so recht. Also wenn, dann ist jetzt ein neuralgischer Punkt bei 1982, den man beobachten kann. Aber hier eigentlich so ein 1, 2, 3 Top entstanden ist, aber auch nicht so richtig entstanden, weil wir haben zwar drunter geschlossen mit dieser Kerze, dann aber ein Doji und jetzt eben der Rebreak. Also wenn jetzt 1982, wenn man sieht, dass diese Marke gekauft wird, dann wäre ein bullischer Druckaufbau nach oben theoretisch möglich. Das kann man beobachten. Gestern ja, das Tief wurde also dieses Niveau gekauft, also durchaus der Wille da für einen bullischen Druckaufbau. RIP bietet Softwarelösungen fürs Bauwesen an. Vielen Dank an Biggie Jumper aus dem Trader Chat. Hans Stöcke auch, guter Hinweis, McDonald's ist im Prinzip eine Immobiliencompany, sehr solide. Ja, da geht es also nicht um Hamburger, natürlich auch, aber die haben natürlich alle Locations, in denen sie ihre Restaurants haben, gehören denen. Und das war der große Knackpunkt, wo McDonald's so reich wurde. Also diese gut anfahrbaren McDrive, können die Leute im Auto schön hinfahren, das gehört denen. Und damit ist der Immobilienwert von diesen Restaurants natürlich auch gleichzeitig auch Wert von der Aktie. Und die leveragen das natürlich auch extrem über den hohen Schuldenstand, den McDonald's auch hat. Also das ist ein Wirtschaftsmodell, das man sich im Detail auch mal anschauen kann. Es gibt auf Netflix eine sehr gute Dokumentation über McDonald's und wie das entstanden ist, wie McDonald's entstanden ist, wie dieses Geschäftsmodell sich von dem einzelnen Burgerbrater zu diesem Imperium entwickelt hat. Und welche Strukturen da dahinter stehen, hochinteressant, empfehle ich jedem, das anzuschauen. Über Ray Kroc von 2017 oder 18 gut gespielt und guter Einblick ins Geschäft. Das ist wahrscheinlich, was Andreas Gerber gerade meint, genau diese Doku. Also ich habe sie gesehen auf Netflix, es gibt einem
sehr interessante Einblicke in das Ganze. So, es gab noch eine Wunschanalyse Wirecard. Wirecard haben wir einen Boden gebildet und konnte nicht unter die Punkt 1,1078 gehen, haben den zurückerobert und haben jetzt eine Entladung nach oben. 143,04 bitte beachten, drunter dann 129,58, 164,82 wäre über 143,04 möglich, was wir ja hier die ganze Zeit nicht geschafft haben. Also man muss jetzt davon ausgehen, dass wir hier quasi der Financial Times Absturz, hier ist der 1, 2 und eine 3. Und anscheinend ist dieses Ding jetzt hier, den Anlegern finden das okay, dass dieser Punkt 1 und damit der gesamte Boden getestet wurde gekauft hier. Und jetzt haben wir einen bullischen Druckaufbau und Bewegung nach oben läuft. Also 143,04 beachten und die FIBO-Marken, die da außen rum sind. Sollten wir auch über 164,82 schließen, dann wäre hier oben die 4,236er bei 200,06 €. Den Chart findet ihr auch im Chartforum hier 9.12. Ich stelle ihn jetzt nochmal neu rein, dann ist der aktiver Boden bei Wirecard, also bei Boden bei Wirecard über 107,8. Zu Bayer ist auch eine Frage. Bayer aktuell 4% im Plus. Vorbörseindikation kann ich mal rausnehmen. Also wir haben bei Bayer im Wochenkerzenchart hier ein 1, 2, 3 Trendwendemuster, haben das nochmal getestet. Und getestet haben wir das in der Zeit, wo quasi September 2019 nun ja, die Nachrichten auch sehr negativ waren und auch die Aktivierung hier war am 3. August. Auch relativ, da gab es schon die ersten Gerüchte, dass der Vergleich, dass es zu einem Vergleich kommen könnte. In diesen, ich meine, das sind mittlerweile über 20.000 Einzelklagen, die zu einer Sammelklage zusammengefasst wurden. Und da geht es um Glyphosat und die Krebsinduzierung durch Glyphosat und ist da Bayer, da sie Monsanto übernommen haben, mit haftbar zu machen. Und das wird dann, und das hat eben diesen Kurssprung ausgelöst, auch am 3. August in der Woche, wird vermutlich zu einem Vergleich führen. Jetzt ist mittlerweile recht wahrscheinlich, dass es ein Vergleich wird. Man kann ja nicht 20.000 Einzelklagen einzeln behandeln. Wo sind die Gerichte, die das machen sollen? Ja, also es wird höchstwahrscheinlich ein Vergleich, sicher ist das alles nicht. Und jetzt haben wir die erste Schätzung von situationsbetrauten Kreisen. Muss man auch dazu sagen, dass es 10 Milliarden US-Dollar der Vergleich werden könnte. Auch die US-Gesundheitsbehörde eilt Bayer und Monsanto eben zu Hilfe und sagt, ja, krebserregend ist das Glyphosat nicht, wenn man richtig damit umgeht. Also da hat irgendwo auch die Umweltbehörde in den USA eine gewisse schützende Hand darüber oder verteidigt zumindest dann auch Glyphosat. Wie dem auch sei, auf jeden Fall wären die 10 Milliarden US-Dollar weiter im unteren Spanne dessen, was, womit Bayer rechnet, womit Anleger, was Anleger jemals befürchtet haben, wären 10 Milliarden recht niedrig. Ja, und wir haben hier eine laufende Aufwärtsbewegung. Wir haben hier auch gesehen in der Woche vom 28. Dezember keinen Schlusskurs mehr unter der FIBO-Marke. Die nächsthöhere FIBO-Marke liegt da. Wenn wir da drüber schließen, wäre die nächsthöhere da. Den Chart findet ihr im Chartforum. Ein Scheitern an einer FIBO-Marke darüber zu schließen, könnte uns hier eine Korrektur bringen und möglicherweise auch ein 1, 2, 3 Top bringen. Das haben wir hier aber die ganze Zeit nicht gehabt. Hier hat es mal gedroht, ja, dann haben wir aber keinen Schlusskurs drunter, dann kam ein höheres Hoch, dann haben wir einen Rücklauf, dann haben sie wieder versucht, hier ein tieferes Tief zu machen, hat nicht funktioniert, höheres Hoch. Ja, und so ist eben die Trendentwicklung bisher immer wieder unter Beschuss gewesen, aber an den wichtigen neuralgischen Punkten wurde es dann immer wieder gekauft, also aktive Aufwärtsbewegung bei der Bayer ohne Trendwendemuster bisher. Germany 30 macht auch im 1-Minuten-Chart ein höheres Hoch. Und SPX, mal gucken, ob er jetzt gleich springt oder ob er nicht springt. AO fragt, werden deiner Meinung nach Gaps im DAX stets geschlossen? Nö, würde ich nicht sagen. Wenn man sieht, dass ein Gap
Kante angelaufen wird, dann kann so eine Gap-Kante eine Unterstützung darstellen. Da kann dann es zu einem 1, 2, 3 kommen. Ich bin hier MetaTrader 4, habe hier die Xetra-Handelszeit 9 bis 17.30 eingeschaltet oder eingestellt. Wie ihr das machen könnt, eigene Handelszeiten einstellen, dazu stelle ich euch einen Link in den YouTube-Chat. Da habe ich ein Video gemacht, wie man das machen kann. 9 bis 17.30 Uhr, nur die Handelszeiten sind dafür in Germany 30 Cash Safety hier zu sehen. Da sieht man auch sehr gut die Gaps. Werden die immer geschlossen? Nein. Aber solche Gap-Kanten sind eine gute Indikation, denn potenzielle Unterstützung können die sein. Wenn wir in Richtung Gap-Close gehen, dann kann es sein, okay, wenn hier ein Fahrt aufkommt, dann kann man sagen, okay, hier in dem Bereich wäre das Kursziel geschlossen, kann das dann als Orientierung für eine nächste Unterstützung nehmen. Das funktioniert auch sehr gut bei Aktien, die mal irgendwann einen Kurssprung gemacht haben und dann auch Monate oder Jahre später wieder an dieses Niveau gehen. Also so eine Gap-Oberkante oder Unterkante kann das eine Unterstützung sein. Dann kann man da in der kleineren Zeit eben auch wieder gucken, kommt da eine Bodenbildung oder ein Top. Wird es immer geschlossen, also jetzt hier einfach short gehen, weil man sagt, okay, hier gibt es noch eine offene Kurslücke. Irgendwie sehe ich das immer wieder, dass Leute das machen. Ich habe da noch nicht so richtig den Erfolg damit gehabt, mit so einer Strategie. Also ich würde es immer im Kontext sehen. Das ist wichtig. Genauso wie auch der Januar-Effekt. Ja. Business Insider hat da gestern angerufen gehabt und gesagt, ja, Stanze, was halten Sie denn vom Januar-Effekt? Und für mich ist halt so ein Januar-Effekt so ein Teilbereich der technischen Analyse. Da geht es also um Zyklen. Und das, was bei der Zyklenanalyse wirklich im Detail dahinter steht, ich meine, ich habe das ja gelernt, aber das ist so für den normalen Privatanleger schwer nachvollziehbar. Und für mich ist es halt dann immer auch wichtig, das würde ich jedem auch mal als Gedanke mitgeben, empfehlen kann ich ja nichts, aber immer eine Kombination zu machen. Also was Gaps sind, Januar-Effekt, Saisonalitäten oder sonst was, immer irgendwie einen Kontext versuchen herzustellen. Also Kontext jetzt im Januar würde bedeuten, okay, der Januar ist positiv verlaufen, könnte auch der Restjahr könnte positiv werden. Ist das Signal da, dass wir weiter steigende Kurse im DAX bekommen? Fragezeichen. Ja, und da ist dann für mich wiederum charttechnisch im Germany 30 die 381 wichtig, weil die halt im Monatschart per Monatsschluss überschritten. Aus dem 1-2-3-Muster heraus ein Ziel bei 15.171 potenziell freischalten würde. Ja? Also würde es dann passen, okay, wir haben also den Januar-Effekt, der für steigende Kurse im Restjahr spricht und wir haben gleichzeitig den Schlusskurs auf Monatsbasis, können wir erst nächste Woche bekommen, aber sagen wir mal, wir bekommen ihn, dann wäre da also auch ein Signal, dass es weiter hochgehen könnte. Und dann schaue ich mir vielleicht auch noch das Intraday-Verhalten an, also das, was ich jetzt hier im Stundenchart habe, punktgenau von oben draufgelaufen und jetzt geht es eben impulsiv in eine Gegenbewegung, das ist fast schon eine V-Umkehr, die wir hier im Stundenchart haben. Also ja, es wird gekauft und der Wille ist da, das zu halten. Das kann ich jetzt schon mal sagen, okay, also wenn das Chartbild so kommt und wir ein höheres Hoch machen, ja, hätte ich einen weiteren Hinweis, okay, können vielleicht drüber enden der Januar, ja, ohne dass ich es weiß. Aber so kann ich mir von der kleinen Zeitebene in die große, auch mit Zyklenanalyse, mehr ein Bild machen, wo ich dann jeweils Haken dahinter machen kann. Ja? Wenn überall Haken sind, so wie heute auch bei den Kriterien für eine Trendbewegung aufwärts, die ich vorhin da reingeschrieben habe, 1 bis 5, kann ich überall heute Haken dahinter machen und dann passt es auch. Das sieht ja jeder, der das tradet, der vielleicht aufgrund anderer charttechnischer Dinge auch Haken macht. Ja, passt. Okay, ist in Ordnung. Ja, da habe ich dann als Shortseller auch keinen Ansatzpunkt leer zu verkaufen. Anders wäre das gewesen, und das haben wir auch oft gehabt, vielleicht das noch als letzte Bemerkung, es hätte ja auch anders verlaufen können. Ja, im 10-Sekunden-Chart, Moment. So, also wir hatten hier also ein Überschreiten der Vorbörslinienspanne, dann hatten wir hier die Signallinie überschritten und hatten dann hier dieses prozyklische 1, 2, 3. Da hätten wir hier auch scheitern können.
Also hier hätte man drüber gehen können, dann hätte man das aktiviert und wäre dann beim Rücklauf auf ein tieferes Tief gegangen. Wenn sowas passiert, so nach erfolgtem Trendsignal, nach erfolgtem Überschreiten der Signallinie, wenn wir dann ein prozyklisches 1, 2, 3 ausbilden und das dann sofort brechen, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass wir eher eine Seitwärtsbewegung vor uns haben. Solche Tage hatten wir auch schon oft. Hatten wir da aber nicht. Ja, die haben es erst nicht aktiviert, ist nicht schlimm, ja, und haben dann quasi, irgendwann sind sie da halt mal drüber und hier gibt es dann eben die große Anpassung von den Aufbauten von Long-Positionen und dass dann Short-Positionen rausgestoppt werden. Und insgesamt ist das dann eine saubere Entwicklung über diese fünf Punkte, die ich eben eingangs geschildert habe. Ja. Also sucht bitte nicht nach diesen einfachen Regeln, ja, Januar-Effekt, jetzt kaufe ich einfach Aktien oder ah, da ist ein Gap, jetzt gehe ich einfach mal long oder short, sondern gibt ein bisschen mehr Arbeit da rein. Und ja, ich baue jetzt hier um im Studio, bin jetzt offline mit dem Livestream, sage Dankeschön fürs Einschalten, wünsche euch einen schönes Wochenende und einen erfolgreichen Handelstag heute noch. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann am Montag wieder um 8 mit CMC Espresso. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.